Welches Auto denn? Das wir entführen sollten. Das ich gerade entführe. Das ist lustig, weil ich sehe es noch nicht. Noch! Oh, nicht. Es lässt sich so krass steuern, sagte er und rast in einen Raum. Ich hab's erstmal. Alter, ich bin heute so ein Verbalspasti, das ist einfach unglaublich. Naja, das passt schon. Warte, halt, du bist ja nicht verfolgt oder so. Bin gleich da. Ja, naja, ich muss es jetzt hier abgeben, aber guck dir es nochmal an, das Auto. Was tust du da gerade, Basti? Nichts, ich stehe hier einfach nur rum in dem Auto. Definiere Auto. Hier bei mir ist so ein, das hat nur, das ist quasi nur das Netz. Außerdem stehst du wo ganz anders rum. Was? Du stehst sonst wo. Hier bin ich. Hier ist deine Spielfigur. Und das ist dein Auto. Ach, jetzt sehe ich das coole Auto. Ah. Hier drüben steht deine Spielfigur direkt in der Luft. Deswegen habe ich gesagt, definiere Auto. Aber das sieht ja mal krass aus. Vor allem, das fährt sich total krass. Willst du mal eine Runde drehen? Nee, ich mach's nur kaputt. Gib's lieber ab. Okay. Ja, das sieht gut aus. Jetzt hast du dich quasi selbst überfahren. Alter. Und alle. Hast du es kaputt gemacht? Nee. Das ist so geil. Boah, ist das geil. Boah. Virus eingesammelt. What the fuck? Ein Problem, was, ja, triff Arscher auf dem Schiff, wollen wir nicht. Nee. Hier, beseitige die Zinn-Truppen. Aus Zinn sind die. Ja, soll ich noch Tab drücken? Oh, hier ist ein Arschloch. Arscherloch? So, ich glaube, den habe ich aber hier schon mal zerstört. Irgendwann. In meinem früheren Leben. Die Autos fahren fast so schnell, wie ich laufe. Seit wann ist denn das der Fall? Die fahren so schnell, wie ich laufe. Die ist krass. Die Autos. Das wäre hier voll gegen das Schild, ey. Du bist ja dumm. Ja. Aber glücklich. Und glücklich, muss man ja sagen. Nicht aber, sondern und. Wobei man teilweise doch auch aber, beziehungsweise dadurch glücklich sagen könnte. Ne, eben. Ich glaube nicht, dass man traurig ist, wenn man dumm ist. Wenn man dumm ist, ist man, ja. Oder seltener traurig. Wenn man so dumm ist, dass man nicht mitbekommt, dass man dumm ist, dann ist man, glaube ich, glücklich. Ja, glaube ich auch. Wenn man mitbekommt, dass man irgendwie blöder ist als andere Leute, ich glaube, dann ist es nicht so schön. Nee, das ist dann dumm. Hallo und herzlich willkommen heute zum Rhetorikkurs mit Fresh Friends. Wir nutzen ganz oft die gleichen Begriffe. Oh, wir sind ja hier, ich bin ja hier voll. Ich habe übrigens eine neue Kommilitonin, die ist im dritten Semester, heißt also, die ist ein Jahr nach mir eingeschult worden. Ja. In meine Uni. Und keine Ahnung, wie jung die ist. Ich glaube, die ist 94 geboren oder so. Kommt das hin? Nee, dann wäre die ja gerade erstmal. Dann wäre die. Das ist scheiße, das kommt 19. Hin. Oh, ja, ich bin so alt. Naja, und die schiebt vor jedes Adjektiv Todes. Das Wort Todes. Ja, ich so. Verstehe. Ja. Kommt ich krass wie irgendwie so ein Hippie oder so ein. Nee, irgend so ein Spasti. Vorsicht, nein, sonst nachher guckt ihr noch deine Videos. Ach Quatsch, wenn du meine Videos guckst, dann zieh dich bitte beim nächsten Mal aus, wenn wir uns sehen. Danke. Ja, das ist so geil, das wäre so lustig, wenn sie tatsächlich. Ja gut, aber sie ist 1994 geboren, war. Das wäre fast so, als würde ich meine Schwester irgendwie nackt sehen. Ach man, ich wollte mal. Entschuldige, ich habe keine Pumpe. Lass mal wegrennen, das sind hier wieder so viele. Ja, wir sind ja eh durch hier. Nur eben. Wäsch damit. So, was haben wir jetzt? Ich guck mal eben. Oh, nee. Sinjak, du geiles Miststück. Bargeld. Da hast du direkt wieder einen Auftrag. Nee, entführe das Auto und hacke das Image as designed. Ja, ich nehme das Design, wa? Okay, ich entführe das Auto. Oh, ja, man sollte nicht so lange im Menü rumhängen, ey. Hacken ist ja boring as shit, weißt du? Achso, ich hol mal so einen silbernen Ball. Das ist, okay, glaube ich, ganz angenehm. Tu das! Jupp! Oh, jetzt ist er weg, jetzt ist er woanders. Fick dich doch, silberner Ball, fick dich doch. Ich glaube, der ist Gold. Nein, naja, ja. Fick dich, goldener Ball! Ich
will dich ja nur ungern korrigieren, ja. Aber nee, nee, musst du. Man muss mich auch korrigieren. Man muss mich... Oh, ich hab ihn! Geiler, silberner Ball. Und er ist silbern. Jetzt spätestens ist er silbern. Ich muss irgendjemanden töten. Hallo, Menschen, Menschen, hallo? Da. Oh, Verzeihung bitte. Ich muss hier gerade mal was hacken. Die Autos stehen mir ein bisschen im Weg. Oh, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay, wie machen wir das? Nee, hier so rum. Ich gehe mal davon aus, dass es dann in die Richtung geht. Und dann so? Ja, ich hab sogar. Lustig, hat einer direkt auch gesagt, als du gesagt hast. Ja, ich bin ja auch der Master. So, was haben wir denn? Wir wollen so sein wie du. Ja, zu Recht. So, was haben wir denn? Das haben wir noch. Dann haben wir... Ah, oh, scheiße, halt, das geht stopp. Doch wieder nicht. Das geht doch wieder nicht. Dann nehmen wir das weg und das weg und... Ach, das weg. So, das falsch. Muss hier runter. Hier runter. Das muss hier runter. Hier so. Oh, ich hab's! Ich hab's! Ja! Jawohl! Hack geschafft! Ich hab was gehackt! Eiskalt, ey! Ich bin voll der Hacker! Boah, ich hab 4000 Kronen gekriegt! Keine Ahnung, ich glaub, die Einheit sind Kronen hier. Was ist hier gerade passiert? Oh, Telekinese hat ein neues Upgrade bei mir. Mehr Kraft. Nee. Hä? Das hatte ich doch schon. Das Spiel verarscht mich. Oh, Kraftschild. Schildschaden. Oh! Schildschaden. Schildschaden? Schildschaden. Wenn wir laufen, macht das Schildschaden. Schildschaden? Schildschaden. Das ist ja gut. Das sag ich doch. Deswegen ja das Oh. Ach so. Ja. Das hatte ich missinterpretiert. Ich habe gedacht, das lag daran, dass ich kurz mal an einer Eichel gezuppelt habe. Nee, da sage ich ja nicht. Oh. Oh. Was haben wir denn für... Oh, hast du hier den Krawall angezettelt? Ich habe nur ein Auto geklaut. Ach so, und dann kannst du es nicht gewesen sein. Voll viele Leute hinter mir her. Ja, das mir das. Ich versuche mal irgendwas Goldenes, Alter, aufzutreiben. Wie kann ich denn. Kann ich Nitro auch irgendwie die wieder deaktivieren? Du kannst. Wenn ich es einmal aktiviert habe? Nee, das musst du dann aushalten. Aber du kannst auf S drücken, dann ist es nicht ganz so schnell. Eventuell fährst du sogar rückwärts. Ja. Ich hol mal so einen goldenen Ball. Ja, dann okay. Geht das vielleicht einfacher. Ich hab die Quest mal eben abgeschlossen. Ja, dann ist jetzt eh vorbei, ist alles gut. Wo bin ich denn hier gelandet? So, was machen wir, genau? Auf dem Schiff wieder, auf dem Schiff, auf dem Schiff, auf dem Schiff, auf dem Schiff. Wir müssen nur noch aufs Schiff. Tod von oben. Lerne mehr von oben, genau. Genau, dann lass uns jetzt mal wieder eine Hauptquest machen. Lerne mehr über den Tod von oben. Rat mal, wo wir da hin müssen. Aufs Schiff? Ja. Nee, begib dich zum Broken Shilelek. Shilelek. Shabuziba. Wie heißt der Schauspieler? Shalaya? Shania Twain? Nee, das ist kein Schauspieler. Das ist eine Sängerin. Shia LeBeouf. Ich bin da. Ich bin bei Shalaya. Das ist die Kneipe, richtig. Oh! Here you go. Jump up and then focus on holding yourself in the air. That should allow you to target exactly what area you'd like to come down at. Nice way to aim a landing. Was? Ach! Achso. Jetzt bin ich aber genau so in der Luft, dass ich da nicht rankomme. Ja, ich auch. Wie geil ist das denn? Ich habe ihn getroffen. Ich mach nochmal. Wie geil ist das denn? Rechts. Links. Man steht ja in der Luft. Ja, also, man bleibt einfach komplett stehen. Zack. Und pow! Wie geil ist Bam. Das denn? Warte, und richtig hoch. Zack. Moment, so. Und puh. Ich komme auch. Bam. Da kommt das die fette Sau. Yeah. Das ist richtig geil. Das ist richtig super geil! Basti! Das ist geil!
Krafttraining. Das war ziemlich einfach. Ja. Und ich glaube, wir haben auch kein Geld gekriegt. Nee, und auch und keine EP. Wahrscheinlich einen Erfahrungspunkt und 25% dazu. Ich muss gerade nochmal shoppen gehen. Okay. Ich mach hier mal. Achso, nee, wenn du shoppen gehst, dann ist es kacke, wenn ich den Tod von oben. Ich muss nur ein bisschen Munition kaufen, das dürfte schnell gehen. Okay, beeil dich, ich will das richtig schaffen. Ja, ja, warte. Warte. Warte kurz. Oh, da können wir auf das höchste Hochhaus hier. Wo ist das denn? Ich glaube, das ist das hier. Das hier dürfte das höchste Hochhaus sein. Weil je höher man ist, desto mehr Schaden macht man. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ja, ich glaube. Ich komme in dir. Ja, mach nur. Ich glaube, das hier ist das höchste. Mach nur. Mach nur. Oder was sagst du? Das hier ist das höchste Hochhaus. Das ist so ein Spaß. Nee, das ist einfach so lustig. Wenn du mit einer Frau im Bett bist, ich komme an dir. Ja, ja, mach nur. Oder was sagst du? Hallo. Ja. Ja, weil wenn wir jetzt hier runterspringen, ja. Dann, also wir können ja noch mal hochspringen. Welches ist denn das? F5 oder was? Nee, das ist jetzt einfach nur rechte Maustaste. Ach ja, richtig. Sache. Okay. Höp. Oh wo Gott. Springst du da hin? Ich spring, siehst du die Autobahn? Ja. Da die Brücke. Mhm. Da springe ich rechts hin. Wie rechts? Rechts auf die Auffahrt, quasi. Okay, mal gucken, vielleicht. Vielleicht habe ich dich ja richtig interpretiert. Hui! Oh nee, so weit nicht, aber kann ich ja auch mal machen. Ich springe auf die andere Seite! Hä? Du hast mir gerade noch wo ganz anders angezeigt und plötzlich schoss es bei mir. Aber es macht ordentlich Bums, ey. Steigen Sie bitte aus Ihrem Auto aus. Vergiss es. Was zur? Bist du wieder gesprungen? Ja. So, Kinseys Schlachtzug. Triff dich mit der Crew, um Zinyak auszuschalten. What? Dann lass uns erstmal alle Nebenaufgaben auf dem Schiff abschließen. Ja. Also jetzt auf Schiff? Yep. Okay. Ich such mal, wo was ist. Ich glaube, hier drüben war was. Zack. Oh, hier ist eine Tanke. Oh, guck mal, ich kann ja hier direkt in die Tanke springen. In die Tanke? Das ist ja fett. Man brennt halt nicht, man muss dann nochmal übers Feuer laufen oder so. Aber ja, in die Tanke konnte ich springen. Warte mal. Shit, da komme ich nicht hin. Fuck, ist halt schade, dass man irgendwie nur so einen begrenzten Bereich hat. Ja, ja, ja. Aber ja. Es ist halt Meckern auf ganz hohem Niveau, wa? Oh, hier ist ein Heli wenigstens. Warren, Tony, Alderman Hughes. I had them all wrapped around my finger. They would have died for me. Come to think of it, I guess they did. Alter, ja, wirklich, wollte ich auch gerade sagen. Die redet schon wie eine Schlampe. Ja. Ich meine, der muss man mal vielleicht ein bisschen im Kopf wichsen. Das damit kannst du doch so jetzt nicht sagen. Doch, Mann, ich kann alles sagen. Muss man wieder geölt werden lassen. Tanja ist eine blöde Kuh. So, fertig. Das hast du es ja aber gegeben. Auf jeden Fall, hier ist, ich suche eigentlich gerade so den Eingang zu unserem... Ach, da. War mir doch sicher, dass der hier irgendwo ist. Anuf! Ja, bitte? Bitte verschließ dich wieder. Ich stelle mir vor, wie unser Schiff eigentlich eine Abbildung von mir ist. Und wir kommen da direkt durch meinen Arsch rein. So, lass uns vielleicht mal hier unten erstmal die Quests abgeben. Das willst du ja immer machen. Ich quatsch mit Johnny Pierce, kurz. Pierce. Ja. Steht er hier bei dir oder guckst du nur gern da rum? Der steht da und quatscht sogar gerade. Aber das war's schon. Waffe. Oh. Singularitätskanone. Tödliche schwarze Löcher. Oh. Das ist doch wieder was für Mr. Fresh. Viel erreicht. Genug rumgespielt, okay. Energieschwertkostüm. Oh, Kostüm. Sind wir dann wirklich nur ein Energieschwert, das rumhüpft? Ich weiß es nicht. Was haben wir noch? Hier ist Pierce drin bei mir. Hier genau, ja, hier ist auch bei mir Pierce. Hi, Pierce. Oh, jetzt bist du in Pierce verschwunden. Warum eine Titelmelodie? Was? Okay. Weiter geht's. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Warte, ich guck mal. Wir können noch bei Ben.
So, Ben wird mir auch hier markiert. Bei Bess und bei Shandy und bei der alten Shandy. Hier ist Ben. Ben? Hallo, Ben. Redest du mit mir? Ja. I need to make sure to get every last detail right. Big finish, huh? Let's do it. Was? Er signiert noch immer das Buch, Mann. Er sitzt die ganze Zeit da und signiert das Buch. Und signiert das Buch und er meint jetzt gerade so was wie, ey, ich muss jetzt endlich damit fertig werden. Jetzt kommt das Big Finish. Von der Signatur, ey, ich werd bekloppt. Das habe ich letztens gar nicht gecheckt, als er da rumsaß auf dem Buch. Hm. Sprich mit Matt Miller. Russia has me programming so many test simulations, I hardly have any me time. Okay. Ich habe ein paar Aufgaben wahrscheinlich nicht abgeschlossen, die zum Beispiel das Auto klauen wurde mir nicht gut geschrieben, glaube ich. Nee? Nee. Aber mir wurden alle von dir gut geschrieben, hä? Ich mach das mal kurz, warte mal. Ja. Hier, entführe das Auto mit den Daten. Ist ja doof. Warte. Doch ja, ich glaube, das wurde mir jetzt gut geschrieben. Moment. Nee. Keine Ahnung, Moment. Wo haben wir denn noch was? You know, I really miss hanging out. Ich glaube... What do you have in mind? Ich probiere das nochmal. Ja. Achso. Lass mal schon die auf dem Schiff treffen. Das ist ja nur der Computer davon. Da habe ich gerade gemacht. Okay, triff dich mit Shandy. Ich probiere es auch nochmal. Achso, das ist da vorne der Computer. Hä? Oder ist das Shandy? Nee, Shandy. Was? Zieh da rechts. Oh, mich verwirrt das Ding. But we need to speed up this whole pissing off and then killing Zinyak. Ja, entführe Auto mit den Daten habe ich jetzt. Okay, calm down. I'm going. Okay. Egal. Fahrzeug, Cyberspace. Hä? Ja, ich habe hier gerade mit ihr gequatscht mit. Achso. So, lass mich mal gucken, habe ich noch. Ich push jetzt halt noch meine Kräfte. Moment, ja? Ich habe jetzt neue Quests. Okay, ja, ich auch. Wieder mit Virusinjektionen, Auto entführen. Ja. Und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich nur so. ABM, ne? Ja, ABM. Verübe ein Attentat. Töte ihn noch einmal. Absolviere das Training. Unendlich Munitiones! Na, Lüchen, Popüchen.